Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Was gibt es Schöneres, als an einem so sonnigen Tag vor den vollen Bänken der eigenen Fraktion über ein Thema zu sprechen, was nicht nur für Feingeister geeignet ist, sondern wo wir uns der Unterstützung des gesamten, naja, großer gesellschaftlicher Schichten gewiss sein können. Meine Damen und Herren, es geht um den Artikel 22 Absatz 3 des Grundgesetzes, den es bislang nicht gibt. Wir wollen ihn einfügen mit dem schlichten Satz: Die Landessprache in der Bundesrepublik Deutschland ist Deutsch. Dieser Satz soll in das Grundgesetz eingefügt werden. Und damit stehen wir nicht alleine. Das ist keine irre Idee der AfD, sondern wir stehen querbeet auf einem Fundament mit vielen Persönlichkeiten. Herr Steinmeier, Bundespräsident, möchte eine Überflutung der deutschen Sprache mit Anglizismen verhindern. Norbert Lammert, er saß bis vor kurzem auf dem Stuhl hinter mir, hat sich deutlich dazu geäußert, dass Deutsch ins Grundgesetz aufgenommen werden soll. Ich zitiere ihn aus einer Rede am 11.11.2017 anlässlich der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache in Kassel. Ich zitiere: Deutsch ist zunächst eine von mehreren tausend Sprachen, die auf diesem Globus gesprochen werden, und insofern nichts Besonderes, da hat er recht. Aber sie ist unsere Sprache, die Sprache der Deutschen. Eine Sprache, die dem Land seinen Namen gegeben hat. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Und alleine das begründet schon die Aufnahme des Deutschen als Landessprache ins Grundgesetz. Nicht nur solche politischen Schwergewichte wie Herr Steinmeier und Herr Lammert haben sich dafür ausgesprochen. Auch Schwergewichte wie Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung, Herr Wolfgang Thierse, damals noch als Bundestagsvizepräsident, so mächtige Nachwuchspolitiker wie Paul Ciemiak von der Jungen Union, sogar die größte Volkspartei, die Deutschland noch zu bieten hat, die CDU, hat im Jahr 2008 auf einem Bundesparteitag genau das beschlossen, was wir heute hier fordern. Und wir werden Sie daran messen, meine Damen und Herren von der CDU, wie Sie sich heute hier verhalten. Hinter der Forderung steht auch der Verein Deutsche Sprache, der größte Sprachverein in Deutschland mit etwa 30.000 Mitgliedern, und nicht zuletzt indirekt die von uns hochgeschätzte Frau Özguz, die herausgearbeitet hat, sinngemäß, dass jenseits der deutschen Sprache sie keine kulturellen Verbindungen findet. Frau Özguz, das ist doch, wenn sogar Sie erkennen, dass die deutsche Sprache das einzige Element sein soll, was uns verbindet, wert, in die Verfassung aufgenommen zu werden. Warum wollen wir das tun, meine Damen und Herren? Die deutsche Sprache ist in Gefahr. Sie ist in Gefahr durch Überflutung durch Anglizismen. Sie ist in Gefahr durch einen um sich greifenden Englischwahn an Universitäten, wo ganze Studiengänge auf Englisch angeboten werden. Sie ist in Gefahr in der Wirtschaft. Sie ist in Gefahr in der Wirtschaft, wo aus vorauseilendem Gehorsam Englisch gesprochen wird. Ich zitiere da mal Walter Krämer: Nur Verlierer sprechen Englisch oder Denglisch. Und ich weiß gar nicht, warum ich da die Deutsche Bank denken muss. Aber Sie sehen, auch die Konzernsprachen haben teilweise was damit zu tun, wie es funktioniert oder nicht funktioniert in der Wirtschaft. Und schließlich ist die deutsche Sprache in Gefahr in der Wissenschaft, wo immer mehr publiziert wird auf Englisch, sogar in Studiengängen wie Germanistik wird auf Englisch studiert, meine Damen und Herren. Da müssen wir Einhalt gewähren. Die deutsche Sprache ist auch in Gefahr durch eine massive Zuwanderung. Wir haben es mitbekommen in letzter Zeit. Die deutsche Polizei twittert, informiert und belehrt auf Arabisch und Türkisch. Die Thüringer Polizei wirbt auf Arabisch. Behörden informieren und kommunizieren auf Türkisch und Arabisch, meine Damen und Herren. Das ist kein Beitrag zur Integration. Da fehlt der Anpassungsdruck. Den wollen wir herstellen. Und dann können Sie auch Sie zustimmen. Es ist eine Maßnahme im Sinne der Integration, unserem Antrag zuzustimmen, meine Damen und Herren. Ich zitiere Norbert Lammert am 11.11. Wir finden im Grundgesetz inzwischen seitenlange Verfahrensregeln für Asylbewerber, die, wenn sie das Grundgesetz lesen könnten, zwar viel über das Regelsystem unseres Landes und seine Behörden erführen, nicht aber in welcher Sprache hierzulande Integration gelingt oder eben nicht gelingt. Die Landessprache ist Deutsch, sagt Lammert. Punkt, sagt Lammert. Ein solcher schlichter Satz hätte schon vor vielen Jahren manch hochideologischen Streit, um nicht zu sagen Quark, sagt Lammert, vermeiden können, meine Damen und Herren. Dem ist nichts hinzuzufügen aus meiner Sicht. Wir haben einfach gesetzliche Regelungen im Gerichtsverfassungsgesetz, im Verwaltungsverfahrensgesetz, aber wir müssen es grundgesetzlich regeln, damit diese einfach gesetzlichen Regelungen nicht einfach gesetzlich irgendwann außer Kraft gesetzt werden. Meine Damen und Herren, Sie müssen auch keine Angst haben, wenn der Antrag durchgeht. Wir wollen niemandem verbieten, Deutsch oder ausländische Sprachen zu Hause zu benutzen oder in der Öffentlichkeit zu benutzen. Wir haben einen Artikel 22 Absatz 2
da ist die Bundesflagge schwarz-rot-gold vorgeschrieben. Steht im Grundgesetz. Da ist auch keiner gezwungen, sich eine Bundesflagge zu Hause ins Wohnzimmer zu stellen. Und genauso wird es auch hier gehandhabt. Eine freiwillige Regelung im Bereich des Privaten. Also Friesen und Sorben müssen sich auch keine Sorgen, meine Damen und Herren, machen. Haben Sie Mut zur Courage? Machen Sie was Gutes draus und vermeiden Sie bitte in den anschließenden Reden ohne die vier deutschen Worte Hass, Rassismus, Hetze und völkisch auszukommen, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt. Ihr Rumgebrülle lässt ja schon einiges befürchten, muss ich sagen. Ich bin ganz Ohr. Ich sitze auch hier vorne. Sie müssen nicht so schreien. Also ich gehe nicht wieder nach hinten. Ich bin gespannt auf die Rede, meine Damen und Herren. Ach, eine Sache noch. Ich habe noch ein Versprechen, muss ich noch einlösen. Lieber Benedikt, das ist mein Sohn. Lieber Benedikt, ich grüße dich von diesem Rednerpult. Vielen Dank.